Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit dem Schwerpunkt Digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal erläutern, wie Sie Anzeigen innerhalb von Google AdWords optimieren können. Anzeigen sind ein wichtiges Element im Rahmen einer Google AdWords-Kampagne und deswegen lohnt es sich dort auch eben zu investieren. Erstmal ist wichtig, dass in der Anzeige auch die Keywords erscheinen, die der jeweilige Sucher dann eingegeben hat. Bedeutet, wenn jemand Schuhe kaufen in den Suchschlitz von Google eingibt, dann sollte bei ihrer Anzeige eben auch das Wort bzw. beide Worte Schuhe kaufen erscheinen. Es gibt da eine automatische Funktion von Google AdWords, die nennt sich Dynamic Keyword Inversion. Und da ist es eben möglich, dann genau die Suchbegriffe, die der Suchende eingegeben hat, auch in der Anzeige erscheinen zu lassen, sodass eine bessere Passung zwischen Keywords und Anzeige ermöglicht wird. Dann ist es ja wichtig, dass Sie von den Anzeigen auf eine gute Landingpage verweisen. Auch hier ist es über die Generierung von mehreren Anzeigen möglich, dass Sie das testen. Das heißt, Sie können einen sogenannten AB-Test machen. Sie können also 50% der Besucher auf eine Landingpage senden, auf Landingpage A mit der gleichen Anzeige und die anderen 50% auf eine andere Landingpage. So wäre also dann die Anzeige ähnlich oder gleich formuliert und je 50% kommen auf eine andere Landingpage und Sie können dann eben weiter messen, welche Landingpage ist erfolgreicher. Umgekehrt kann man es aber auch so machen, dass man im Rahmen von einer Anzeigengruppe mehrere Anzeigen definiert und Google schaltet dann eben beispielsweise 50% der Besucher auf die eine Anzeige und 50% auf die andere. Und auch da sehen Sie eben, welche Anzeige generiert mehr Klicks und das eröffnet Ihnen dann die Möglichkeit, eben an der Anzeige, die erfolgreicher war, weiterzuarbeiten und die wiederum zu testen, sodass Sie hier einen sich wiederholenden Prozess haben, wo Sie immer wieder eine Anzeige neu formulieren und in eine Anzeigengruppe mit einbringen und dann eben gucken können, welche Anzeige ist dauerhaft eigentlich diejenige, die am besten funktioniert, sprich die am meisten Klicks generiert.